Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute meine Hausorgel vorstellen. Es handelt sich um ein Kombinationsinstrument, was besteht aus zwei Schleifwindladen, einem Hauptwerk mit 5 Registern, einem Nebenwerk mit 6 Registern. Das Ganze wird auf elektrischem Wege und über MIDI von einer LM2 Computerorgel über MIDI angesteuert, sodass es möglich ist, nicht nur die Pfeifenregister alleine oder die elektronischen Register alleine, sondern das Ganze auch miteinander zu kombinieren. Alle Pfeifenregister sind gebraucht, wie auch die übrigen Orgelteile. Besondere Erwähnung verdienen die englischen Register aus dem frühen 20. Jahrhundert, Holzgedacht 8 und Prinzipal 4 aus dem Hauptwerk, sowie die Dulciana 8 Fuß des Nebenwerkes. Ich möchte jetzt zunächst einmal einige einzelne Klangfarben vorstellen und dann einige Dinge auch miteinander kombinieren. Hören wir mal zunächst das englische Holzgedacht 8 Fuß aus dem Hauptwerk. Metallgedacht 8 Fuß des Nebenwerks, was deutlich dunkler klingt und auch zurückhaltender intoniert ist. Dulciana 8 Fuß. Dazu metallgedacht. Diese beiden Register sind so intoniert, dass sie eine Begleitung für das Holzgedacht des Hauptwerks bilden können. Und in diesem Fall fungiert das Holzgedacht quasi als Soloflöte. Als nächstes Prinzipal 4 des Hauptwerks und als Kontrast dazu Holzgemshorn 4 des Nebenwerks. Holzgedeckt 8 Fuß mit Oktave 1 Fuß, als Kontrast metallgedeckt 8 mit Gemshorn 2 aus dem Nebenwerk. Der 1 Fuß repetiert im Übrigen zwischen H eingestrichen und C2 gestrichen in den 2 Fuß. Ziehen wir mal die beiden 4 Fuß Register dazu. Ja, dann haben wir natürlich einige Solo-Aliquoten. Zunächst einmal im Hauptwerk eine Quinte 2/2, die ich jetzt einmal zusammen mit dem Holzgedacht spiele. Musik.
Wenn die Quinte 2, 2 Drittel da jetzt dazu kommt, ergibt sich klanglich eine Sesquialtera. Mit dem Prinzipal 4 zusammen eine Art Kornett. Ja, und dann hat es noch eine Zunge, ein Krummhorn 8 Fuß im Nebenwerk. Das Interessante an dieser Disposition ist, dass wir im Grunde eine dreifache Mixtur in der Orgel haben, die aber in einzelne Chöre zerlegt ist. Da ist zum einen das Gemshorn 2 aus dem Nebenwerk, die repetierende Quinte 2 Drittel und die Oktave 1 Fuß. Diese drei Register zusammen ergeben eine dreifache Mixtur. Das klingt dann so. Moment, die Koppel fehlt. Die Quinte, 2 Drittel Fuß, die repetierende Quinte, ist so zusammengesetzt, dass sie bei C mit 2 Drittel Fuß beginnt, zwischen H0 und C1 ist die erste Repetition, da geht es in den 1 Drittel Fuß und die zweite Repetition steht zwischen F2 und Fis2, da geht es in den 1 Drittel. Hören wir mal das Ganze zusammen mit dem Metallgedacht, Gemshorn 2 und eben dieser Quinte. Kann das Pleno natürlich immer ein bisschen anders klingen. Ja? Ich ziehe jetzt einfach mal Holzgedacht und Prinzipal 4 aus dem Hauptwerk dazu und dann hören wir mal, ja, einfach mal ein Pleno-Stück. Nehmen wir mal ein bisschen elektronisches Pedal, 16 und 8 dazu und die beiden Pedalkoppeln. Den Einfuß raus, dann wird es etwas weniger hell. Jetzt nehmen wir mal den Zweifuß raus. Des Hauptwerkes, alle Register des Nebenwerks, einschließlich der Zunge. Wir koppeln mal erst nicht das Hauptwerk. Verstärke das Pedal noch mal ein bisschen. Dazu registrieren wir jetzt mal alle Register der Ellen dazu. Und das gibt dann schon einen ganz respektablen Klang.
Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal.